ein brodelnder Vulkan. Jazz, Charleston, Surrealismus. Frauen entdecken den Bubikopf und kniefreie Röcke. Das Herz dieses Vulkans ist Paris. Und das Herz von Paris heißt Montparnasse, Heimat der Genies. Und unter ihnen einer, Modigliani, der Maler, dessen Schicksal wie ein flammender Meteor über Paris aufsteigt und sich am Montparnasse erfüllt. Mir ist zumute, als ob mir von heute an alles möglich ist. Als ob ich das ganze Weltall malen könnte. Aber wenn ich das Weltall malen wollte, würde es ein Porträt von ihr. Sollte ich dir jemals Leid zufügen, bitte vergib mir. Es geschieht gegen meinen Willen. Ganz Nizza hat versucht, sie abzulenken. Das haben sie überhaupt nicht bemerkt. Dabei hätten sie nicht mal was springen lassen müssen. Sie gefallen den Frauen. Gibst du mir keine Ohrfeigen? Noch eine. Als du mich angesehen hast, wusste ich, jetzt fängt mein Leben erst an. Ich habe dich schon lange vorher geliebt, Modi. Ich stand einmal dicht neben dir und musste dich immer anschauen. Jeanne, bist du deiner ganz sicher? Ja. Sie denken wohl, Sie reden mit dem Finanzbeamten. Entweder 150 Amüsierschoten oder es gibt eine Abreibung. Die Abreibung kann ich Ihnen sofort geben. Eine Abreibung? Mir? Ja. Eine Abreibung? Ja. Sie mir? Ich Ihnen. Sie wissen wohl nicht, wen Sie vor sich haben. Vielleicht doch. Scherz beiseite, Sie machen mir Spaß. Wenigstens mal einen Mann, ne? Das ist mein Verlobter, Modi. Zerbricht dir nicht den Kopf, der versteht kein Wort. Ach, der alte Sporo! Wie geht's, Beatrice? Blenden. Ich schreibe einen Roman. Ihr kommt alle drin vor. Ich kenne euch ja in- und auswendig. Du, ich habe deine Ausstellung gesehen. Hat mir großartig gefallen. Was war das für ein Skandal? Alles wegen meinem nackten Bild? Ein bezaubernder Akt. Ich wollte ihn am nächsten Tag meinem Verlobten zeigen. Damals hat er noch keine Ahnung, wie ich gebaut bin. Nicht wahr, Liebling?